und Rainer Bisping, Abteilungsleiter des WSI in der Hans-Böckler-Stiftung, wird zur Rolle der Berufs- und Spartengewerkschaften in der Tarifpolitik einen Input für uns geben. Und ich darf Reinhard bitten, loszulegen. Ja, liebe. Mich hat eben immer schon gestört, dass man den Professor live so gar nicht verstanden hat. Ist das so laut genug? Ja, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich darf mich erstmal ganz herzlich für die Einladung bedanken, hier auf dieser Tagung was zur Rolle der Berufsgewerkschaften in der Tarifpolitik zu sagen. Das ist ja, wie man heute Morgen schon merken konnte, ein heikles Thema. Man kann es eigentlich nur falsch machen, weil man entweder die eine Erwartung der einen Seite oder die Kritik der anderen Seite enttäuscht. Für die einen sind ja die Berufsgewerkschaften, die Spartengewerkschaften, schon quasi sowas wie der neue Typus einer kämpferischen Gewerkschaft, die unbeeindruckt von den Restriktionen einer eingefressenen Sozialpartnerschaft originäre Interessenvertretung für ihre Mitglieder macht. Für die anderen sind die Berufsgewerkschaften quasi die Totengräber unseres Standortes, gefährden die Wettbewerbsfähigkeit und sind im Übrigen auch gekennzeichnet durch ein mindestens reduziertes Solidaritätsverständnis, was letztendlich nur sozusagen Interessen kleiner Belegschaftsgruppen rücksichtslos ohne Blick auf die Interessen der Gesamtbelegschaften vertritt. Dazwischen changieren ja die Einschätzungen, auch die reale Bedeutung, wenn man so will, die quantitative Bedeutung der Tarifpolitik der Berufsgewerkschaften. Und ich sehe jetzt meine Aufgabe darin, einfach durch ein paar Daten, ein paar Fakten und auch natürlich ein paar Einschätzungen, ich will mal sagen, eine Diskussionsgrundlage zu schaffen, von der ich hoffe, dass Sie für die weiteren Referate, die wir heute hier zu dem Punkt hören, aber auch für die Diskussion insgesamt nützlich sein können. Das sind die Punkte, auf die ich zu sprechen kommen will. Ich denke, einigermaßen überraschungsfrei in dieser Allgemeinheit. Ich will nur zu dem ersten Punkt vielleicht zwei, drei Takte sagen. Mir hat sehr gut gefallen, dass Bodo Ramelow in seinem Grußwort den Bogen ein bisschen weiter gespannt hat. So spannend das Thema Berufsgewerkschaften und ihre Bedeutung in der Tarifpolitik ist, so sehr ist das natürlich auch nur, wie ich sagen würde, ein sehr schmaler, ein sehr begrenzter Ausschnitt dessen, was wir an tarif- und gewerkschaftspolitischen Themen insgesamt derzeit real auf dem Tisch haben. Man muss sich natürlich mit dem Thema auseinandersetzen, aber es macht sehr wohl Sinn, das zu tun vor dem Hintergrund einer Bestandsaufnahme, die ich jetzt hier nicht leisten kann, die ich nur in ein paar Stichworten andeuten will, der tarif- und gewerkschaftspolitischen Landschaft insgesamt. Ich finde, wenn man über Tarifpolitik, auch über die Tarifpolitik der Berufsgewerkschaften spricht, muss man erstmal darüber Klarheit haben. Wir reden über ein schrumpfendes Handlungsfeld. Wir reden über ein Handlungsfeld, wo nur noch 58% der Beschäftigten überhaupt durch Tarifverträge erfasst werden. Egal jetzt ob durch DGB-Gewerkschaften, durch christliche Gewerkschaften, Berufsgewerkschaften. Und dieser Trend ist leider schon seit 20 Jahren rückläufig. Und Jahr für Jahr hofft man sozusagen auf eine Stabilisierung und dann auf ein Anheben der Tarifbindung. Bislang hat es nicht stattgefunden. Wir bekommen in ein paar Wochen die nächsten Zahlen vom IAB und vielleicht landen wir dann wieder bei 59, aber mit Sicherheit ist nicht sozusagen der steile Anstieg zu beobachten. Erosion des Tarifsystems durch rückläufige Tarifbindung ist eine ganz zentrale Rahmenbedingung, die alle Gewerkschaften, Berufs- wie andere Gewerkschaften nachdenken stehen muss. Wir haben dann, wenn man die Tariflandschaft insgesamt anschaut, eine sehr starke Fragmentierung, das ist ja heute schon an verschiedener Stelle zum Ausdruck gekommen, sozusagen den Idealtypus des branchenübergreifenden Flächentarifvertrages, der einheitlich Arbeits- und Einkommensbedingungen in den unterlegenen Betrieben regelt, gibt es nur noch in Ausnahmefällen. Sei es, dass in den Betrieben unterschiedliche Tarifverträge heute schon gelten, im simpelsten Fall für die Stammbelegschaft und die Leiharbeitsbeschäftigten, oder aber, dass die Tarifverträge, selbst wenn sie einheitlich sind, in sich so differenziert sind durch Nutzung von Öffnungsklauseln etc., Ergänzungstarifverträge, schon gar nicht mehr den Status von allgemeinverbindlichen, unabdingbaren Tarifregelwerken haben. Und das macht sicherlich in vielen Bereichen enorme Probleme, völlig unabhängig von der Tatsache, ob dort eine Gewerkschaft regelt, zwei oder gar drei Gewerkschaften, ob sie das in Konkurrenz oder miteinander tun. Und der dritte Punkt, natürlich muss man davon ausgehen, was vielleicht die DGB-Gewerkschaften in früheren Jahrzehnten so weniger gemacht haben, dass Gewerkschaftspluralität ein Faktor ist,
der nicht nur Bestand hat, sondern der eher noch an Bedeutung zunimmt. Ich denke, ohne die Bedeutung der Berufsgewerkschaften überschätzen zu wollen, denke ich, dass sie natürlich einen trendmäßigen Bedeutungsanstieg erfahren haben, dass man auch nicht davon ausgehen kann, dass es sozusagen automatische Faktoren gibt, die dazu führen, dass ihre Bedeutung wieder rückläufig wird oder gar ihre Zahl rückläufig wird. Und deswegen muss man sich, egal jetzt in welcher Gewerkschaft, mit der Frage natürlich auseinandersetzen, wie gehe ich strategisch eigentlich mit Gewerkschaftspluralität um? Wie arbeite ich da so in mein eigenes Handlungskonzept ein, dass da was Konstruktives bei rumkommen kann? Und dann gibt es natürlich Überbietungs- und Unterbietungskonkurrenz. Wenn ich jetzt über die Berufsgewerkschaften in dem Sinne spreche, wie wir das hier heute Morgen und heute Nachmittag noch tun werden, da werden ja immer die Überbietungsgewerkschaften sozusagen mitgedacht, wenn vielleicht auch nicht immer ausgesprochen. Ob das immer zutrifft, ist eine andere Frage. Aber es gehört natürlich mindestens genauso zur Wahrheit, dass wir auch Unterbietungskonkurrenz jetzt immer in Relation auf die Flächentarifverträge der DGB-Gewerkschaften haben. Auch das gehört dazu. Die gestiegene Bedeutung der Berufs- und der Spartengewerkschaft ist ja genau der Punkt, der auch Besorgnisse auslöst. Ich will das nur noch mal kurz in Erinnerung rufen. Herr Göhner hat das ja dankenswerterweise heute Morgen auch noch mal ausgesprochen. Das ist die Angst vor den englischen Verhältnissen. Dieser Argumentationstopos geht ja schon seit dem Jahr 2010 durch die Debatten. Es sind immer die berühmten 600 Klein- und Kleinstgewerkschaften, die in England tatsächlich oder vermeintlich den Industriestandort ruiniert haben. Und jetzt ist eben die große Sorge, dass Vergleichbares hier bei uns auch geschieht. Hier, das ist übrigens ein aktuelles Zitat, November 2014 auf der Internetseite der Arbeitgeber. Also nichts jetzt aus früheren Jahrzehnten, sondern aktuelles Argumentationsarsenal. Es wird natürlich eingeräumt, das dauert alles, aber während den Anfängen, so wie Herr Göhner das ja heute Morgen auch begründet hat. Und es gibt das Ganze auch sozusagen nochmal im Originalton von Gesamtmetall. Dieser Tage in einem Interview in den VDI-Nachrichten hat Herr Dulger es nochmal runtergebrochen auf die Metall- und Elektroindustrie und gesagt, wo kämen wir dahin, wenn die CAD-Bediener, die technischen Zeichner und Ingenieure ihre eigene Gewerkschaft gründen würden. Und die Sorge, das schadet nur unserer Wettbewerbsfähigkeit, nützt den Wettbewerbern und das ist sozusagen für aus seiner Sicht Grund genug, dem demokratischen Prinzip der Mehrheitsentscheidung im Betrieb, wohlgemerkt, zu überlassen, ob gestreikt wird oder nicht. Also das ist gewissermaßen die Ausgangssituation und vor dem Hintergrund will ich eine knappe Skizze machen der Berufsgewerkschaften, so wie sie ich sehe oder wie ich sie wahrnehme. Zunächst mal, wir reden nicht über 600, sondern wir reden in Deutschland, man kann jetzt über die Zahl im Einzelnen streiten, ich würde mal sagen über 6 Gewerkschaften, Berufsgewerkschaften, die man als streikfähige Gewerkschaften bezeichnen kann, als akzeptierte Tarifvertragsparteien mit eigenständigen Tarifverträgen. Und diese Zahl ist stabil, seit ewigen Zeiten stabil. Sie ist im Übrigen auch stabil seit dem BAG-Urteil 2010. Ich komme da nachher noch drauf zu sprechen. Und das hat auch seine Gründe. Man fragt sich ja, wenn das so ist, wie Herr Göhner und andere argumentieren, warum dann nicht schon längst die Zahl auch der tarifpolitisch aktiven Berufsgewerkschaften gestiegen wäre. Und ich denke, der Hintergrund dafür ist, damit sie akzeptierte Tarifvertragsparteien mit Durchsetzungsfähigkeit werden, müssen sie ja nicht einfach nur ein paar Mitglieder haben, sondern sie müssen eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen und die eben nicht so einfach zu erfüllen sind. Natürlich muss es erstmal einen hinreichenden Problemdruck bei Arbeits- und Einkommensbedingungen geben, sonst besteht ja keine Notwendigkeit, sich zu organisieren, wenn der Arbeitgeber alles selber leistet und man das in individuellen Verhandlungen wunderbar regeln kann, kein Problem. So, dann muss diese Berufsgruppe natürlich schon eine gewisse Schlüsselfunktion und auch ein gewerkschaftliches Bewusstsein haben. Beides ist nicht unbedingt dasselbe. Ich kann eine Schlüsselfunktion im Betrieb oder in betrieblichen Abläufen haben, aber von der Gewerkschaft weit entfernt sein. Ich würde die Ingenieure, um die an dieser Stelle schon mal zu nennen, dazu rechnen. Wir haben seit Jahrzehnten den VDI, schlagkräftiger Berufsverband, aber weit davon entfernt, nach meiner Einschätzung, eine Gewerkschaft zu sein zu werden. Also Schlüsselgruppe plus gewerkschaftliches Bewusstsein und es braucht dazu eine Organisation. Und zwar nicht nur eine Briefkastenfirma, sondern eine Organisation, die auch Politik organisieren kann, die auch tarifverhandlungsfähig einfach im funktionalen Sinne ist, im sozusagen Beherrschen des operativen Geschäfts. Und es bedarf natürlich auch tarifpolitischer Handlungsfähigkeit, will sagen Streikfähigkeit. Die muss unter Beweis gestellt werden. Und das ist eben zumindest
den Zeitraum, den wir jetzt in den letzten Jahren überblicken, begrenzt geblieben auf die genannten Gewerkschaften. Man könnte noch ein, zwei dazu nennen, die aber vielleicht nicht die große Bedeutung haben. Und dann hängt es natürlich maßgeblich ab vom Branchen- und Unternehmensumfeld, ob dies Berufsgewerkschaften begünstigt oder ob es Berufsgewerkschaften das eher schwer macht. Diejenigen, die ich genannt habe, ich gehe da jetzt noch drauf ein, machen ja deutlich, worin dieses Günstigsein bestehen kann. Und dann finde ich ganz wichtig, Berufsgewerkschaften sind nicht per se Einzelgänger. Alle Erfahrung zeigt, jedenfalls bis vor maximal, würde ich sagen, ungefähr 10 Jahren, dass Berufsgewerkschaften mehr oder minder gut mit den DGB-Gewerkschaften oder auch Nicht-DGB-Gewerkschaften, Klammer auf, DRG, Klammer zu, kooperiert haben. Und es gibt Gründe dafür, warum sich das geändert hat, aber es gibt nicht sozusagen dieses Einzelgänger-Gehen, Berufsgewerkschaften prinzipiell nur für sich und allein gegen alle. Es bedarf, Schröder und andere haben das mal genannt, eine spezifische Gelegenheitsstruktur. Es muss sozusagen einen Anlass dafür geben, wenn man so will, eine historische Konstellation, warum Berufsgewerkschaften dann zu irgendeinem definierten Zeitpunkt sagen, so jetzt machen wir es oder versuchen wir es alleine zu machen oder nicht. Manche machen es ja auch nicht, werden nicht gewissermaßen zu tarifpolitischen Einzelgängern. Und ich will jetzt hier diese Zahlen nicht alle im Detail durchgehen. Ich habe nochmal hier für die genannten 6 Gewerkschaften ein paar Sachen aus der Literatur zusammengetragen. Das Erste, was man festhalten kann, die allermeisten sind keine Neugründungen, sondern haben Jahrzehnte, im Fall der GDL sogar Jahrhunderte nicht, aber mehr als ein Jahrhundert Geschichte hinter sich. Die GDL sagt ja immer, sie wäre die älteste Gewerkschaft, da gibt es Historiker, die das bestreiten. Ist jetzt für unseren Argumentationszusammenhang nicht so wichtig, auf jeden Fall eine sehr alte Gewerkschaft, aber auch die anderen gibt es schon seit geraumer Zeit. Und man sieht, dass einige von ihnen immer auch Tarifkooperationen gehabt haben, die dann irgendwann aufgelöst worden sind. Interessant ist auch, wir hatten ja heute Morgen die Zahl gehört, wir haben noch 18% gewerkschaftlichen Organisationsgrad. Die Berufsgewerkschaften zeichnen sich alle dadurch aus, dass sie einen enorm hohen Organisationsgrad haben. Das unterstreicht diese Voraussetzung, die es bedarf, um als Berufsgewerkschaft sich durchzusetzen. 40% bis zu 80%, das sind alles nur gegriffene Zahlen. Die können höher, die können niedriger liegen, weil Transparenz gehört nicht zu den, wie soll ich mal sagen, Vorzeigeeigenschaften der Berufsgewerkschaften, der anderen, die übrigens ja auch nicht unbedingt. Also den Organisationsgrad präzise festzustellen, ist immer sehr schwer. Wir haben ja jetzt bei dem Tarifkonflikt der Deutschen Bahn AG auch gelernt, es gibt mindestens 4 oder 5 relevante Organisationsgrade, wenn es um die Frage geht, bin ich die Mehrheitsgewerkschaft, ja oder nein. Das heißt, es gab dann jeweils in relativ jüngerer Vergangenheit die ersten eigenständigen Tarifverträge. Und wichtig dabei ist, dass in fast allen Fällen der erste eigenständige, ohne Kooperation mit anderen Gewerkschaften durchgesetzte Tarifvertrag in der Regel erstreikt werden musste. Und häufig auch diese ersten Streiks zumindest in Teilen auch spektakulär gewesen sind, was die Heftigkeit oder die Dauer oder die Beteiligung angeht. Diese Streikhäufigkeit ist sozusagen auch nichts, was der Tarifpolitik der Berufsgewerkschaften in besonderer Weise eigen ist, um das mal so zu sagen. Ich komme da noch drauf zurück. Dann kommt natürlich immer das Argument, ja, das sind aber nur die, die wir bislang schon haben, es werden ja immer mehr. Herr Göhner hat ja dann auch 2 Beispiele immer wieder genannt für Streiks, die er da für sehr problematisch und zukunftsweisend hält. Ich habe einfach mal aufgeschrieben, was man so findet. Auch das ist natürlich keine vollständige Liste. Es gibt eine Reihe von bereits gegründeten Gewerkschaften, in der Tat einige, die sich erst in den letzten Jahren gegründet haben, so ein paar mehr mit Ankündigung, diese Industriegewerkschaft Luftverkehr, die da von UFO mal ins Spiel gebracht worden ist und andere mehr. Bei allen diesen Gewerkschaften, denke ich, kann man sagen, dass sie im Vergleich zu den genannten 6 Gewerkschaften den Beweis oder den Beleg dafür, dass sie eine breit akzeptierte, durchsetzungsfähige, also streikfähige gewerkschaftliche Interessenvertretung sind, dass sie diesen Beweis noch nicht erbracht haben, zum Teil weit davon entfernt sind. Natürlich kann niemand, das würde ich auch nicht machen, die Garantie dafür übernehmen, dass da auch sich weiter nichts entwickelt, nach dem Motto, keine Sorge, wir brauchen da keine gesetzlichen Regelungen. Womöglich entwickelt sich daraus was. Aber zumindest derzeit gibt es keine Anhaltspunkte, die da jetzt aus Arbeitgebersicht, wie soll ich mal sagen, in überzeugender Weise zu Besorgnis in Anführungsstrichen Anlass geben. Jetzt zur Tarifpolitik und den Tarifkonflikten der Berufsgewerkschaften selber.
Ich denke, man tritt den Gewerkschaften, Berufsgewerkschaften, Spartengewerkschaften nicht zu nahe, wenn man sagt, sie haben doch in der Tat nur eine aufs gesamte Tarifgeschehen betrachtet sehr begrenzte Bedeutung. Und ein kleiner Indikator dafür mag sein, für wie viele Tarifverträge sie denn in der Tat verantwortlich sind. Wenn man sich die Statistik anschaut, die das BMA, das Tarifregister des BMA jedes Jahr einmal veröffentlicht, dann haben wir rund 46.000, 47.000 sogenannte Ursprungstarifverträge, also ohne Änderungs- und Paralleltarifverträge, Verbandstarifverträge wie Firmentarifverträge. Und wenn man jetzt die Tarifverträge, die Marburger Bund, GDL, Cockpit, DJV, UFO und VMF, Verband der medizinischen Fachangestellten, haben noch nie gestreikt, schließen aber Tarifverträge ab. Wenn man die alle zusammenrechnet, dann kommt man auf 567 Ursprungstarifverträge. Jetzt mag es sein, dass diese Zahl zu niedrig ist, weil die Gewerkschaften ihrer gesetzlichen Pflicht nicht nachkommen und dem BMA-Tarifregister immer ihre abgeschlossenen Tarifverträge zuschicken. Ich vermute mal, das ist so. Aber selbst wenn man mal generös wäre und diese Zahl verdoppeln würde, dann bleibt es immer noch dabei, wir reden über eine relativ geringe Zahl von Tarifverträgen, für die die Berufsgewerkschaften verantwortlich sind. Das heißt nicht, dass die Tarifverträge nicht in der jeweiligen Branche oder im jeweiligen Unternehmen von zentraler Bedeutung sind. Aber wenn ich über das gesamte Tarifgeschehen in Deutschland rede, dann ist dem so. Und hier ist das nochmal so ein kleines bisschen aufgedröselt. Die meisten Tarifverträge beim Marburger Bund, es folgt die GDL und dann die anderen. Und Sie sehen hier blau, das sind die Firmentarifverträge, rot die Verbandstarifverträge. Es ist ganz klar, Berufsgewerkschaften schließen sehr häufig in großer Zahl, relativ großer Zahl, Firmentarifverträge ab. Das liegt ja auch auf der Hand, wenn man sich die Gewerkschaften, um die es hier geht, im Einzelnen anschaut. Und es gibt lediglich diesen kleinen Verband der medizinischen Fachangestellten, weil die immer mit den entsprechenden Ärzteverbänden abschließen, sind das dann eben keine Firmentarifverträge, kann man sich jetzt auch bei einzelnen Arztpraxen nur schwer vorstellen. Von daher fallen die so ein kleines bisschen aus der Rolle. Ja, offensive Berufsgewerkschaften, Erpressung durch ständige Streiks. Das ist ja im Grunde genommen, egal jetzt wie groß man die Zahl der Tarifverträge jetzt einschätzt und die tarifpolitische Bedeutung insgesamt, das ist ja gewissermaßen das, was immer mitklingt, immer mitschwingt und was sicherlich auch so im öffentlichen Bewusstsein, in der öffentlichen Wahrnehmung das ist, was sozusagen typisch ist für Berufsgewerkschaften, hohes Streikpotenzial, was auch aktiv genutzt wird und natürlich auch immer so diese Konnotation der Erpressung, oder gerne auch Geiselnahme. In früheren Jahren wurde das auch den ÖD-Gewerkschaften im DGB gerne schon mal unterstellt. Streik im öffentlichen Dienst ist Geiselnahme, erinnere ich mich da noch an Tarifrunden, allerdings schon vor langer, langer Zeit. Frage, stimmt das eigentlich? Und ich will einfach meine Einschätzung schon mal vorwegnehmen und dann versuchen, ein bisschen zu belegen. Ich glaube, dass die Bedeutung der Streiks in der Tarifpolitik der Berufsgewerkschaften deutlich überschätzt wird. Es gibt eine Reihe von auch spektakulären, aber keineswegs nur spektakulären Arbeitskämpfen, die von Berufsgewerkschaften durchgeführt worden sind. Aber es ist keineswegs so, als wenn die reguläre, normale Tarifrunde einer Berufsgewerkschaft immer durch Warnstreiks oder Streiks gekennzeichnet wäre. Im Gegenteil, wir haben in den letzten Jahren, gerade nach diesen erstmaligen Vereinbarungen von eigenständigen Tarifverträgen, in den Folgejahren völlig normales Tarifgeschäft beobachten können. Tarifverhandlungen, vielleicht hier und da mal ein Warnstreik, aber überhaupt gar keine regulären Streiks nach Urabstimmung und auch von den Abschlussraten, dazu komme ich später nochmal, völlig im Rahmen des Üblichen. Was, glaube ich, zu dieser Wahrnehmung auch beiträgt, ist, dass Arbeitskämpfe in den Vertretungsbereichen der Berufsgewerkschaften häufig eine ganz andere mediale Aufmerksamkeit erfahren. Das hängt natürlich mit den Tarifbereichen zusammen. Es ist ja klar, wenn ich 890.000 Warnstreikende in Metallbetrieben habe, wie in dieser Tarifrunde, dann steht das in der Zeitung, es nimmt aber niemand wahr. So, wenn ich aber 890.000 Warnstreikende bei Bahn und beim Luftverkehr habe, ist vollkommen klar, dass auch die Betroffenheit eine ganz andere ist. Also ist die Wahrnehmung und damit auch die Bedeutsamkeit oder vermeintliche Bedeutsamkeit direkt viel größer. Das muss aber nicht unbedingt heißen, dass die Streiks tatsächlich jetzt auch von der Zahl der betroffenen Branchen, der Betriebe her, eine vergleichbare Größenordnung haben. Und hinzu kommt natürlich auch diese mediale Aufmerksamkeit,
die ist ja durchaus zwiespältig. Es gab Tarifrunden der Berufsgewerkschaften, wo die mediale Unterstützung sehr, sehr wichtig war. Das hatten wir ja durchaus bei den Lokführern. Wir hatten das auch 2009, da waren es nicht die Berufsgewerkschaften, aber im Sozial- und Erziehungsdienst beispielsweise. Also immer dann, wenn auch die Gewerkschaften selber sozusagen die mediale Öffentlichkeit als Instrument benutzen, ist immer offen, wie das Spiel am Ende ausgeht. Und wir haben es ja in dieser Tarifrunde bei der Deutschen Bahn seit dem letzten Jahr beobachten können, dass die mediale Begleitung der Tarifrunde schon enorme Formen annehmen kann, um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Letzter Punkt, zur Einschätzung der Streiks der Berufsgewerkschaften gehört auch, dass es sowas wie eine interessenbedingte Skandalisierung gibt. Natürlich ist in Zeiten, wo wir Auseinandersetzungen haben um das Tarifeinheitsgesetz, die Frage der öffentlichen Bewertung von Streiks nicht nur sozusagen der nüchternen Analyse geschuldet, sondern passt immer auch in bestimmte Mobilisierungskonzepte, sodass also nicht alles, was in großen Lettern auf der Bildzeitung steht oder auch in anderen Zeitungen, unbedingt der realen Bedeutung entspricht. So, und jetzt, wie sieht es tatsächlich aus mit den Streiks der Berufsgewerkschaften? Ich stütze mich jetzt auf Zahlen, die mein Kollege Heiner Dribusch seit 10 Jahren im WSI-Tarifarchiv mit großer Akribie zusammenträgt. Zahlen, die mittlerweile sozusagen in der Streikanalyse und Streikstatistik eine sehr viel größere, weil realitätsnähere Bedeutung haben als das, was die Bundesagentur für Arbeit an Streikzahlen veröffentlicht. Und hier sieht man jetzt die Streikausfalltage der Berufsgewerkschaften in den Jahren 2006 bis 2014. Das sind 6,7% der Streiktage, die in diesem Zeitraum nach den Erhebungen, den Analysen von Heiner Dribusch ausgefallen sind. Um das so ein kleines bisschen aufzudröseln, der Marburger Bund 270.000, die GDL 57.000 und der Rest entsprechend weniger. Bei all diesen Zahlen, aber das kann der Heiner vielleicht im Zweifel in der Diskussion noch viel genauer erzählen, sie dürfen natürlich nur begrenzt auf die Goldwaage gelegt werden, weil das natürlich alles Fragen sind, wo die Statistik und die Zahl der Beteiligten, der Umfang, die Streikdauer etc. nur sehr, sehr schwer und sehr, sehr mühsam, wenn überhaupt zu erheben ist. Das sind Näherungswerte, die aber, denke ich, glaube ich, schon einen gewissen Eindruck geben und vermitteln. Zweiter Indikator, auch der von Heiner Dribusch und seinen Streikanalysen erhoben. Wie viele Tarifkonflikte gibt es denn mit Streikaktionen seit 2010, seit dem BAG-Urteil? Wir sehen, hier liegt die GDL mit 25 Tarifkonflikten, so wie wir sie wahrgenommen haben, vorne und mit relativ kleinerer Zahl Marburger Bund, Cockpit und so weiter. Und man muss da natürlich dazu sagen, da muss man im Grunde genommen hinter jeder einzelnen Zahl genau schauen und sagen, etwa bei den 25 Tarifaktionen mit Streiks bei der GDL sind etwa 13 nach unserer Zählung mit Privatbahnen, und der Rest bezieht sich auf die Deutsche Bahn und ihr Umfeld. Also auch da muss man bei der Einschätzung dessen, was das bedeutet, darf man jetzt nicht etwa den Eindruck haben, seit 2010 sei bei der Deutschen Bahn 25 Mal von der GDL der Streik ausgerufen worden. Ja, und hier auch das nochmal, auch das eine Zahl, die mich am meisten verblüfft hat. Wenn man mal die 40, 41, wie immer man auch zählt, Streiks der Berufsgewerkschaften nimmt oder Tarifkonflikte mit Streikaktionen, so muss man sagen, dann sieht man, das relativiert sich, wenn man mal ein paar andere Gewerkschaften daneben hält. Die NGG im selben Zeitraum mit 110 und Verdi mit 600 Tarifaktionen, Tarifkonflikte mit Streikaktionen. Da ist natürlich im Zweifel auch jeder kleine Streik auf Firmen- und Unternehmensebene mitgezählt, genauso wie bei den Berufsgewerkschaften auch. Da ist jetzt Streik natürlich nicht unbedingt gleich Streik, aber wenn man nur erst mal guckt, wie viele Konflikte hat es damit gegeben, dann ist das jetzt auch nicht unbedingt ein Beleg dafür, dass es nun gerade die Berufsgewerkschaften sind, die hier an der Spitze der Bewegung liegen. Ich will ein kleines Zwischenfazit ziehen. Erstens, von englischen Verhältnissen kann nicht die Rede sein. Zweitens, es geht eigentlich bislang zumindest gar nicht um die Industrie, wie Herr Göhner oder wie Herr Dulger oder wie andere das in ihrer Argumentation nahelegen. Es geht um den Dienstleistungssektor und da auch nur um bestimmte Teile. Und tatsächlich sind Tarifkollision und Tariffragmentierung bei der Tarifpolitik der Berufsgewerkschaften bislang eigentlich gar nicht die eigentlichen Konfliktpunkte. Und es sind nach meiner Einschätzung auch nicht die Berufsgewerkschaften als solche,
die störend sind, sondern es geht eigentlich um ganz eng begrenzte Konfliktfelder. Das erste Konfliktfeld ist der Flughafen. Da haben wir es in der Tat aus Arbeitgebersicht mit einer sehr ungünstigen Konstellation zu tun, weil es gibt verschiedenste Berufsgruppen und verschiedenste zuständige Gewerkschaften. Das ist jetzt hier nur die Minimalaufzählung. Da gehören im Zweifel noch ein paar mit dazu. Piloten, Kabinenpersonal, Bodenpersonal, soweit klar. Fluglotsen, Sicherheitspersonal und das breite Spektrum von Dienstleistungsanbietern rund um das gesamte Flughafengeschäft. Und die großen oder größeren Player sind dann eben Verdi, Cockpit, UFO, GDF. Und selbstverständlich kann man eine Reihe von Beispielen aufzählen, wo in der Vergangenheit in relativ kurzer Zeit an einzelnen Flughäfen es verschiedenste Streikaktionen gegeben haben mit unangenehmen Begleitwirkungen aus Arbeitgebersicht. Bei der Bahn sieht das Ganze schon deutlich übersichtlicher aus, was aber nicht heißt, dass es weniger konfliktträchtig wäre. Wir haben die bekannten Bereiche bei der Bahn, wir haben die beiden Gewerkschaften, die dort aktiv sind, und wir haben sozusagen einen Arbeitgeber, der versucht, in diesem Umfeld Tarifkollisionen in Tarifverträgen zu vermeiden. Wir haben das Konfliktfeld Krankenhaus. Ich finde ganz interessant, dass in der ganzen Diskussion um Berufsgewerkschaften es seit Jahr und Tag sehr still darum geworden ist. Das war auch mal anders, als nämlich 2006 und folgende der Marburger Bund mit den Streikaktionen sowohl mit der TDL als auch mit der VKA sehr heftig und sehr intensiv gestreikt hat. Das hat sich deutlich wieder verflüchtigt. Es gehört aber noch in den gesamten Diskussionsbereich mit rein. Und zwar deswegen, weil sich zeigt, dass ja das geplante Tarifeinheitsgesetz viele von den Konflikten, die in diesen drei Konfliktfeldern auftauchen, gar nicht löst. Herr Göhne hat das eingeräumt, es ist ja eben in der Diskussion auch deutlich geworden. Es sind ja in den allerwenigsten Fällen reale Tarifkollisionen von Tarifverträgen für identische Berufsgruppen, sondern es ist einfach die ärgerliche Häufigkeit von Streiks in einem einheitlichen sozusagen Arbeitsumfeld-Organisationsbereich. Und nicht zuletzt deswegen ist es ja so, dass wir in der Diskussion schon weiter sind. Ich mache hier nur so einen kleinen Schlenker auf das, was wir dann gleich im Detail hören werden. Die Diskussion hat sich ja längst ausgeweitet in die Frage, nämlich brauchen wir nicht für die gesamte Daseinsvorsorge Regeln jenseits der Frage von Tarifkollisionen. Dazu hören wir ja gleich sehr viel mehr. Deswegen will ich das hier nur kurz ansprechen. Ich komme zu meinem letzten Punkt, zu offenen Fragen. Die erste Frage, die meines Erachtens überhaupt nicht wirklich gut beantwortet ist, ist die Frage, heißt denn Berufsgewerkschaft und Tarifpolitik der Berufsgewerkschaften tatsächlich immer Überbietungskonkurrenz? Dafür gibt es natürlich Anhaltspunkte. Ich will hier einfach mal ein paar Beispiele nennen. Das waren so grob über den Daumen gerechnet die Abschlussrate und die Tarifergebnisse aus drei Beispielen. 2001, der erste Streik von Cockpit bei der Lufthansa, mit dem sie sich gewissermaßen selbstständig gemacht haben, wo um die 30% Tarifsteigerung dabei rausgekommen ist. Ich lasse jetzt mal Laufzeit und einzelne Komponenten mal außen vor. Ich nehme nur mal so die grobe Hausnummer. Wir hatten den Marburger Bund, der sagt, er habe in der Tarifauseinandersetzung mit der TDL 2006 etwa 20% Tarifsteigerung vereinbart. Und ich nehme die GDL, die gesagt hat, im Tarifkonflikt mit der Deutschen Bahn AG ein Plus von 11%. Alles Abschlüsse, die natürlich im Vergleich zu dem, was die DGB-Gewerkschaften in diesem Umfeld gemacht haben, deutlich herausragen und die natürlich den Schluss nahelegen, in der Tat, wenn sie denn antreten, erzielen sie deutlich bessere Ergebnisse und das ist gewissermaßen der Kern der Überbietungskonkurrenz, um den es geht und der dann auch eine Erklärung dafür wäre, warum Arbeitgeber so heftig daran interessiert sind, diesen Bereich in den Griff zu bekommen. So, und dann schließt sich natürlich die spannende Frage an, ist es also in der Tat so, dass wir es bei den Berufsgewerkschaften in der Tat um eine klientelorientierte, gruppenegoistische Tarifpolitik zu tun haben, während die DGB-Gewerkschaften ihrerseits eine solidarische Tarifpolitik betreiben, die sozusagen Belegschaften insgesamt in den Blick nimmt und von daher auch für einen Interessenausgleich führt. Ich will das nochmal deutlich machen, auch am Beispiel von Cockpit. Das war ja damals eine sehr sozusagen auch in den DGB-Gewerkschaften heftig diskutierte Geschichte. Margret Mönig-Rahn hat damals vom Sozialdarwinismus gesprochen, den Cockpit sozusagen gegenüber den anderen Belegschaftsgruppen gegangen ist. Ursula Engel-Käfer, Alleingang auf Kosten der Kollegen.
und das Zitat vom damaligen Vorstandsmitglied von Verdi, Jan Kamann. Das finde ich ganz extra nochmal so lange aufgeschrieben, weil das ein ganz interessantes Argument ist. Die Summe der für die Piloten vorgesehenen Gehalts- und Strukturverbesserungen sowie der Gewinnbeteiligung verletzt die Einkommensgerechtigkeit zwischen den beschäftigten Gruppen des Konzerns. Dahinter steckt ja die Vorstellung, man holt da nicht beliebig viel raus aus einer Tarifrunde. Und wenn man das nicht tut und die Dinge, ich verkürze jetzt mal, nur einmal verteilen kann, dann ist ein großer Teil weg, von dem die anderen nichts mehr haben. Und darin besteht sozusagen der Kern des Gruppenegoismus und des Klientelismus. Es gab damals auch vereinzelte Gegenstimmen, auch in den DGB-Gewerkschaften, die gesagt haben, natürlich ist dieser Tarifabschluss eine Provokation, aber eigentlich eine positive Provokation, weil er deutlich macht, dass bei einem entsprechend aktiven Einsetzen womöglich der Verteilungsspielraum ja gar keine vorgegebene feste Größe ist, sondern eine, die in jeder Tarifrunde auch erstmal ausgetestet werden muss. Und ich denke, zwischen diesen beiden Polen variieren die Einschätzungen. Und so sehr man sagen kann und so sehr ich auch der Argumentation zuneigen würde, dass eine Tarifpolitik, die ständig zu solchen Ergebnissen führt, keine ist, die die Belegschaften insgesamt solidarisch mitnimmt, so sehr würde ich aber auch sagen, jetzt so einen gesetzmäßigen Mechanismus zu konstruieren, was ich da mehr raushole, kommt anderen nicht zugute, wird der Realität auch nicht gerecht. Ich will diese Frage noch mal ein bisschen dadurch anschärfen, dass ich mal was zitiere, das habe ich jetzt nicht selber gerechnet, aber ich hoffe mal, dass das halbwegs solide gerechnet ist. Es hat im Handelsblatt im September vergangenen Jahres mal einen Vergleich gegeben, aus Anlass natürlich des Konfliktes bei der Bahn und auch bei der Lufthansa. Wie haben die denn im längeren Zeitablauf abgeschnitten? Dann haben die mal die Tarifsteigerung gerechnet ohne Einmalzahlung und Struktureffekte und kommen zu dem Ergebnis bei der Deutschen Bahn. Die EVG hat in den Jahren 2007 bis 2014 sogar etwas besser abgeschnitten als die GDL. Und bei der Lufthansa Cockpit plus 17, Kabine plus 21, Boden, Klammer auf Verdi, Klammer zu, plus 27%. Jetzt will ich nicht jeden Prozentsatz da verteilen. Ich will nur sagen, möglicherweise ist ja auch die Dynamik noch eine weiterreichende. Es mag ja sein, dass in der ersten Tarifrunde die Überbietungsgewerkschaften, die Berufsgewerkschaften mehr rausholen und das dann der Anlass ist, in nachfolgenden Tarifrunden das für die anderen beschäftigten Gruppen auch mit reinzuholen. Daraus muss man ja jetzt nicht unbedingt eine Strategie machen, aber zumindest sollte man mal diese Beobachtung in die Bewertung mit einbeziehen, damit man in der Tat auf diese Frage eine Antwort geben kann, wie wirkt sich denn materiell diese Tarifpolitik der Berufsgewerkschaften tatsächlich aus. Es mag ja sogar sein, dass sie in den nachfolgenden Tarifrunden systematisch etwas schlechter abschneiden als die DGB-Gewerkschaften, weil sie ihre Erfolge aus der ersten Runde nicht beliebig oft wiederholen können. Fragen für die Diskussion. Zweite offene Frage, sind hohe Tarifforderungen für einzelne Beschäftigtengruppen denn als solche ein Problem? Ich glaube, ein großer Vorteil der GDL in dem Tarifkonflikt 2007-2008 war aber die große Sympathie in der Bevölkerung für die Tarifforderungen für die Lokführer, weil gesagt wurde, deren Gehalt ist nun alles andere als luxuriös. Es ist vergleichsweise bescheiden. Vielleicht war es nicht ganz so bescheiden, wie die GDL das gelegentlich dargestellt hat, aber es war nun wahrlich nicht üppig, dass deswegen auch ein großes Verständnis dafür da war, dass da sehr viel gefordert wurde. Also da würde ich sagen, wäre das Urteil, nee, als solches ist die Forderung nicht unbedingt zu verurteilen. Anders sieht das schon aus, wenn es um die Piloten geht. Weil bei den Piloten wird natürlich häufig, die Berichterstattung geht immer wie folgt, das Jahresendgehalt eines Piloten bei der Lufthansa beträgt 260.000 Euro. Die Piloten fordern, ich weiß nicht was, 30% oder sie fordern jetzt ihre Alterssicherung, viele andere Dinge mehr. Da sieht das natürlich schon anders aus. Auf jeden Fall, egal wie man das im Einzelfall beantwortet, bleibt die Frage, wie schaffe ich das eigentlich, hohe Lohnforderungen für einzelne Beschäftigtengruppen zu stellen, deren Berechtigung ich als Gewerkschaft, sei es jetzt Berufs- oder DGB-Gewerkschaft, für gegeben halte und wo ich glaube, das sollte durchgesetzt werden. Und ich will mal zwei Beispiele nennen, wo ja auch DGB-Gewerkschaften kräftig, forderungsmäßig zugelangt haben. Bewachungsgewerbe NRW 2013. Verdi forderte plus 30%. Das haben die natürlich nie gesagt. Die haben immer gesagt, wir fordern eine Lohnsteigerung, Stundenlohn von plus 2,50 Euro.
Wenn man es mal nachgerechnet hat, waren es 30%. Oder jetzt das aktuelle Beispiel Sozial- und Erziehungsdienst. Im Schnitt, wir haben das ja schon gehört, oder nee, gestern haben wir es gehört, als wir darüber diskutiert haben, im Schnitt plus 10%. Wenn man mal dahinter schaut, für einzelne Berufsgruppen ein Plus von bis zu 20%. Auch das ist ja kräftig. Auch da stellt sich ja die Frage, ist das gerechtfertigt? Ergeben sich Spannungsverhältnisse zu den anderen Belegschaftsgruppen, etwa im öffentlichen Dienst? Wie lässt sich das finanzieren? Engt das den Spielraum für Tariferhöhungen an anderer Stelle ein? Denn es sind ja etwa im Sozial- und Erziehungsdienst dieselben Kommunen, die auch die Tarifforderungen von Verdi in anderen Bereichen des öffentlichen Dienstes finanzieren müssen. Also diese Frage taucht meines Erachtens generell auf, und zwar sowohl innerhalb einer Gewerkschaft, was eher die Fragestellung für die DGB-Gewerkschaften wäre, als auch zwischen den in diesem Falle dann konkurrierenden Gewerkschaften. Wobei ich nur dazu sagen will, nachdem wir heute Morgen ja schon gehört haben, eventuell bilden sich neue Gewerkschaften, die verschiedene Gruppen zusammennehmen. Das mag ja so sein. Aber wenn denn die Gesundheitsgewerkschaft unter Führung des Marburger Bundes kommt, dann möchte ich mal wissen, wie da denn sozusagen Tarifforderungen solidarisch ausgeglichen werden. Ärzte versus Pflegepersonal. Das war natürlich 2006, war es einfach. Auf das Pflegepersonal musste der Marburger Bund keine Rücksicht nehmen. Verdi aber beim TVÖD und beim TDL sehr wohl. Jetzt kann man womöglich kritisieren, dass Verdi das nicht richtig gemacht hat. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber wenn sich denn jetzt solche neuen Gewerkschaften gründen, die nicht mehr durch homogene Beschäftigtengruppen gekennzeichnet sind, werden die selbstverständlich mit demselben Problem zu tun haben, was die DGB-Gewerkschaften schon immer umtreibt. Und die letzte offene Frage, die natürlich eng verbunden ist mit dieser ganzen Frage Berufsgewerkschaften im Spannungsfeld mit den übrigen Gewerkschaften, ist, wie kann denn, wir kommen ja nachher noch in der Podiumsrunde darauf zu sprechen, eine Kooperation bzw. auch eine Arbeitsteilung aussehen, beziehungsweise wie sieht sie derzeit aus? Und ich denke, das erste Typus 1 ist natürlich die Kooperation. Und ich denke, da hat Herr Göhner durchaus recht, wenn er sagt, das ist eigentlich das Normalmodell. Es gibt viele, viele Beispiele, dass DGB-Gewerkschaften mit Nicht-DGB-Gewerkschaften in der ein oder anderen Form kooperieren. Sozusagen das Großbeispiel ist immer der öffentliche Dienst. Das war nicht immer so, aber zumindest seit einigen Jahren nach meiner Beobachtung vergleichsweise stabil. Es gibt dieses weniger bekannte, aber nichtsdestotrotz ja sehr funktionierende Beispiel bei den Journalistinnen und Journalisten, Tageszeitungen, Verlage, wo DJV und DJU, ich glaube schon seit Jahrzehnten, gemeinsam verhandeln und gemeinsame Tarifverträge abschließen. Hier interessanterweise von der Gesamtorganisation her betrachtet mit der DJU als dem Juniorpartner. DJV, weiß ich nicht, um die 38.000 Mitglieder und DJU, habe ich so im Kopf, 22.000 um den Dreh rum. Also nicht klein, aber erkennbar kleiner, die aber in einer guten Art und Weise da kooperieren. Es gibt gewissermaßen das Modell abgesteckte Claims. Man hat nichts miteinander zu tun. Die Tarifbereiche sind halbwegs sauber voneinander abgegrenzt. Das muss nicht immer so bleiben, das war auch nicht immer so, aber im Moment sieht es so aus, als wenn im Bereich Flugverkehr diese Arbeitsteilung, gewissermaßen keine abgesprochen, aber sich entwickelt haben, eine Arbeitsteilung zwischen Verdi einerseits, Cockpit, UVG, DF andererseits, würde nach meinem Dafürhalten einem solchen Modell und mit so einer Beschreibung gut beschrieben. Ja, und es gibt natürlich die offene Konkurrenz, EVG, GDL, das ist ja bekannt, das muss ich jetzt hier an dieser Stelle nicht weiter erläutern. Ja, Fazit. Erstens, die Berufsgewerkschaften sind selbstverständlich auch nach dieser Analyse ein stabiler tarifpolitischer Akteur, also Hoffnungen auf eine Erosion, ein kleiner werden, sind sicherlich für diejenigen, die sie denn haben oder hätten oder hegen, völlig fehl am Platze, das sehe ich überhaupt nicht. Ich denke auch, dass man auch sagen muss, dass ihre tarifpolitische Bedeutung, auch was jetzt ihre Streikaktivitäten angeht, längst nicht das Ausmaß erreichen, was ihnen gelegentlich zugeschrieben oder unterstellt wird oder mit dem man auch versucht, in bestimmten politischen Auseinandersetzungen Punkte zu machen. Und es zeigt sich, dass Kooperation zwischen DGB-Gewerkschaften und Berufsgewerkschaften tatsächlich auch funktionieren kann. Es gibt keinen Automatismus, der auf eine Tarifkonkurrenz sozusagen mit sich zuspitzender Gegnerschaft hinausläuft. Und der letzte Punkt, die angemessene Berücksichtigung
spezifischer Interessen von einzelnen Beschäftigtengruppen ist eine schwierige Aufgabe. Das sieht man schon alleine daran, dass die DGB-Gewerkschaften immer mal wieder sozusagen diesen Punkt aufrufen und sagen, ja, vor dieser Herausforderung stehen wir. Meistens wird es anschließend wieder still und in den Tarifrunden merkt man nicht unbedingt immer, wie denn jetzt das konkret aufgerufen und abgearbeitet werden soll. Das ist aber meines Erachtens nicht sozusagen Böswilligkeit oder mangelnde Fähigkeit, sondern es ist schlicht und einfach das reale Problem, was dahinter steckt. Wenn ich einen Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst mache, mit dem Arbeitgeberverband VKA und dem Bund, mit mehreren Millionen Beschäftigten und zig Berufsgruppen dahinter, wo viele von ihnen berechtigte eigene Interessen haben, nicht unbedingt immer alle mit einer neuen Entgeltstruktur, sondern vielfach auch Detailprobleme, dann ist das auch einfach so nicht zu wuppen. Und ist aber auch vollkommen klar, dass eine Verberuflichung, Verberufsgewerkschaftung von Verdi auch überhaupt gar keine Lösung wäre. Und deswegen ist diese Frage, wie man denn solche Beschäftigtengruppeninteressen systematisch aufgreift, die ist immer dann leicht zu beantworten, wenn ich sage, ich kann nur Lokführer. Das ist nicht einfach, aber es ist zumindest von der Aufgabenstellung her eine klare Ansage. Wenn ich aber sage, ich berücksichtige die berufsgruppenspezifischen Interessen im öffentlichen Dienst, das ist eine ganz andere Ansage. Und demzufolge kommt man meines Erachtens, wenn die Strukturen so sind, wie sie sind, gar nicht dran vorbei, dass nicht nur innerhalb der DGB-Gewerkschaften, sondern auch zwischen DGB-Gewerkschaften und Berufsgewerkschaften so zu diskutieren, dass das Ganze produktiv aufgelöst werden kann. Ja, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Damit bin ich am Ende.